Herzlich willkommen in Jojos Workshop. In dieser Folge geht es schon wieder um meine Standbohrmaschine. Hier nämlich ums Laserfadenkreuz. Das habe ich ja hier angeschraubt und Gewinde hier ins Gehäuse reingeschnitten. Da hatte ich da schon nicht so das beste Gefühl. Und jetzt habe ich mir was überlegt. Es gibt jetzt ein Laserfadenkreuz, das sich ohne Bohren super einfach montieren lässt. Und dann auch noch mit Batterie. Das heißt, drei Batterien, damit ich auf 4,5 Volt komme. Lasst euch einfach mal überraschen. Yippie, das hat geklappt. Jetzt Jojos Workshop abonnieren. Machen wir hier mein schönes, altes, ach so alt ist es ja auch noch nicht, Laserfadenkreuz mal eben ab. Jetzt da ein Schräubchen. Hier haben wir ja den Delinquenten jetzt. Diese beiden Befestigungslöcher brauchen wir nicht mehr. In das neue Teil kommt auch vorne so ein Stück Brett mit zwei 12 mm Löchern, wo die Lichtschranken reinkommen. Hier hinten kommt dann das Batteriefach dran und hinten kommt so eine Art Prisma, damit man es an der Bohrmaschine ganz einfach befestigen kann. Wenn ihr das seht, werdet ihr auch sagen, das ist mein Laserfadenkreuz mit super einfacher Befestigung. Ich habe schon so ein paar Brettchen vorgeschnitten. Hier unten habe ich meine Schätze ausgebreitet. Hier so zwei kleine Bretter. Ich glaube, die sind vom Adventskranzprojekt übrig geblieben. Ein paar Holzstücke, das ist überzählig. In das hier vorne kommen die beiden Linienlaser rein. Das ist die untere Seite. Hier hinten kommt ein etwas längeres rein, wo hier hinten das Prisma reinkommt. Obere Abdeckung. Drei Batterien, zwei normale Schalter aus dem Baumarkt. Da brauche ich nur ein rundes Loch zu bohren, wenn ich so mit rechteckigen Ausschnitten mache. Ein Bohrer für rechteckige Löcher habe ich immer noch nicht gefunden. Hier ist noch so ein bisschen Gedönse für die Batterien, Feder und das Gegendruckstück. Und ein bisschen was, um Kabel anschrauben zu können. Dann kann man die Laser mal austauschen, falls die kaputt sein sollten. Und jetzt zeichnen wir uns mal an, wo die Laser hin sollen. Jetzt Jojos Workshop abonnieren. Ups. Das Brett hier hat eine Länge von 168 mm. Also sprich 2x84 hier. Ich bemaße immer gerne zur Mitte. Hier ist also die Mitte. Und dann gehen wir mal, wir brauchen ein 12er Loch, wir wollen nicht... Gehen wir mal auf die Position und die Position. Ziemlich neuer 12 mm Bohrer. Jetzt habe ich das Laserkreuz ja schon abmontiert, aber Pech, geht ja auch ohne. Ist nur schöner mit. Da war ein Loch unten drunter. Ich möchte ja eine schöne Oberfläche auch an der Unterseite haben. So, Löcher sind drin. Gucken wir mal, wie die Laser reinpassen. In meine fabulösen 12 mm Löcher passt dieser eine Linienlaser richtig feste rein. Der andere hier, gleiche Lieferung, aus China halt. Der fällt da wieder raus. Produktionstoleranz. Ich habe zum Glück noch einen anderen hier. Der ist wieder dicker, der passt dann auch perfekt da rein. Um den anderen würde ich jetzt ein kleines Stückchen Tesafband kleben, bis das er wieder stramm da reinpasst. Unter das erste Video hatte mir ja jemand geschrieben, dann nimm doch geprüfte Dinger. Da brauchst du nicht auf deine Augen aufzupassen. Nein, auf jedem Laserpointer steht, nicht direkt in die Augen leuchten. Weil unsere Augen gar nicht dafür ausgelegt sind, so einen Laserstrahl zu erkennen. Das kommt ja in der Natur nicht vor. Das heißt, die Pupille bleibt weit auf, es kommt viel Laserlicht ins Auge. Das ist nicht gut fürs Auge. Die hier sind natürlich auch zertifiziert, so gut wie irgendwas, das in China zertifiziert ist, halt sein kann. Ich habe hier so einen Aufkleber, der lässt sich besser lesen. Auch hier steht drauf, Laser Radiation Avoid Direct Eye Exposure. Also nicht direkt in die Augen leuchten, aber geprüft sind sie. Laser stecken drin, aber wenn ich das Brett jetzt hier oben drauf machen will, sind die Kabel noch im Weg. Machen wir hier jeweils so einen schrägen Kanal zur Mitte hin, weil da werden die verkabelt.
Das Dröhnen kommt von dem Metallgestell hier unten drunter. Das war ein ehemaliges Schreibtischgestell. Wird aber auch bei nächster Gelegenheit ersetzt. Die Löcher für die Linienlaser haben wir ja genau senkrecht auf der Standbohrmaschine gebohrt. Und jetzt kommt hier oben in dieses Brett so eine Kerbe rein. Die greift um die Säule von der Bohrmaschine. Und die Wände von dieser Kerbe und die Achse von dem Linienlaser, die müssen jetzt genau parallel sein. Sonst steht es ja etwas schief und das Laserfadenkreuz wäre nicht bei jeder beliebigen Höhe des Tisches an der richtigen Stelle. Ich habe da eine E-Mail gekriegt, der fragte hier, ich habe das jetzt montiert, das ist in der einen Position auch richtig und weiter unten nicht. Und das liegt halt daran, dass das wahrscheinlich etwas schief sitzt, vielleicht nur minimal. Aber bei x Zentimetern macht halt ein kleiner Winkelfehler schon sehr viel aus. Und deswegen schneide ich jetzt hier die Kerbe mit der Kreissäge rein. Dann habe ich die auch genau, ja, senkrecht, 45 Grad Winkel. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich die so genau, wie ich es eben hinkriegen kann, parallel zu den Laserlichtschranken. Laser. Sind doch keine Laserlichtschranken. Linienlasern. Ich habe das natürlich schon mal Probe geschnitten, hier an so einer alten Dachlatte. Und es war gut. Guckt mal hier, der war falsch, der ist richtig. Das Sägeblatt steht jetzt schon auf 45 Grad. Und wenn man nicht aufpasst, dann schneidet man sich da unten rein. Deswegen nehme ich jetzt hier so ein parallel abgeschnittenes Brett. Nehme das hier als Distanzstück. Setze das jetzt senkrecht hier hin. Und kann dann meinen Schnitt genau machen. Jedenfalls so genau, wie meine primitive Säge das hergibt. Versuchen wir es mal. Hier oben sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier oben mache ich das mit dem Stechbeitel weg. Denn der Grund des Prisma wird nicht die Säule der Bohrmaschine berühren. Da kommt es jetzt also nicht auf die höchste Präzision an. Diese beiden Seiten, die sind wichtig. Und die haben wir jetzt so genau wie möglich hingekriegt. Ich mache das jetzt eben raus. So kommt das hinterher dagegen. Ich mache das mit Kabelbindern fest. Und da ist jetzt die Lücke. Die ist jetzt auch ausreichend groß. Bei dem 3D gedruckten Teil habe ich das Prisma einfach hohl gemacht und habe dann hier jetzt so einen Kabelbinder durchgezogen, mit dem ich das da befestigen kann. Hohl geht hier natürlich nicht, aber ich kann natürlich jetzt hier quasi ein Loch schräg bohren und hier ein Loch schräg bohren und das dann hier unten durchziehen. Und das werden wir jetzt mal machen. Mal gucken, wie gut ich das freihand hinkriege. Bohrer habe ich, Brettchen habe ich, hier habe ich meinen schönen Schnellspannschraubstock, also und fest ist es. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das freihand hier hinkriegen. Ich habe die Löcher nicht ganz durchgekriegt, aber ich habe ja hier noch so einen ganz kurzen Bohrer. Die wickeln sich nur so leicht auf. Ich muss vorsichtig bohren. Hatte ich vorhin nicht was von Augenmaß gesagt, also der ist ja näher an der Mitte als der, aber auch nicht in der Mitte. So ganz gerade habe ich es nicht hingekriegt. Ich werde das hier noch ein bisschen ausschneiden, damit ich den Kabelbinder da besser durchgezogen kriege. Denn jetzt müsste der ja hier so rein und ja, müsste ja sogar dann da rum, also müssen wir hier ein bisschen wegnehmen. Test, Test, Test. Komm her, du Dings. Achso, da liegt was drauf. So, einmal hier durch. Einmal hier durch. Und da ist es wieder raus. Und jetzt kann man das so einfach festbinden. Zack.
drum. Supi. Hier hinten läuft es halt jetzt so ein bisschen schief, aber wenn das einmal eingeklebt ist, sieht das ja keiner mehr. Kleben wir unsere Einzelteile mal zusammen. Das kommt hier hinten hin, so dass der Stoß hier an der Kante sitzt, weil ich mir das so schön überlegt habe. Das hier ist die Abtrennung für die Batterien hier. Die kleben wir aber als letztes auf. Um das jetzt außen zuzumachen, habe ich hier so eine abgerundete Leiste aus dem Baumarkt. Da mache ich da seitlich und vorne vor eins hin und dann sieht das ordentlich aus. Und hier habe ich es zu fürs Batteriefach. Ich nehme hier extra nicht den Expressleim, damit ich ein bisschen länger Zeit habe, um das auszurichten. Ich habe das ja hier neben am Kopfholz verleimt und das hält nicht gut. Und genau hier kommt ja der Druck von den Batterien drauf. Deswegen mache ich jetzt hier noch ein paar Schräubchen rein, damit das da besser gehalten ist. Ich habe das jetzt hier neben noch schön beigeschliffen. Der Deckel passt auch rein. Den brauche ich auch noch nicht mehr anzuschrauben, weil da ist oben, der fällt nicht von alleine raus. Also alles gut. Machen wir es mal zusammen. Ein Linienlaser, zu weit durchgedrückt. Noch ein Linienlaser. Auch zu weit durchgedrückt. So, und jetzt sind die schon mal gut da drin. Ach ja, wir müssen noch ein Loch für den Schalter hier bohren. Das Loch für den Schalter haben wir auch drin. Passt. Schließen wir mal an. Hier habe ich jetzt so eine kleine Auflötkonsole. Die habe ich einfach in so ein Stückchen Brett reingesteckt. Ich muss die ja nicht auflöten. Ich will ja da nur Kabel reinstecken und festschrauben. Und das geht. Als Montagehilfe habe ich mir hier so ein Streifen doppelseitiges Klebeband darunter geklebt. Dann brauche ich die Klammer schon nicht zu halten und kriege vielleicht jetzt die Drähte alle auf einmal da rein. Achso, da kannst du jetzt ja sowieso nicht sehen. So, also. Bevor wir jetzt zur feierlichen Montage schreiten können, müssen wir als erstes den Kabelbinder wieder hier durchfädeln. Also einmal weit genug durchziehen, hier durch das andere Loch wieder durchschieben. Und dann kommt das da drüben raus und jetzt kann ich es anbinden. Jetzt mache ich es hier ohne doppelseitiges Klebeband. Wenn ich es endgültig montiere oder auch ihr nach dem Ausprobieren macht euch hier doppelseitiges Klebeband hin, dann kann das nicht mehr zur Seite wegrutschen. Das wäre ja auch doof. Wir montieren jetzt mal endlich an der Standbohrmaschine. Ich habe mich selbst überlistet.
Ich habe lustig drauf losgebaut, schön breit, damit ich hier Platz für meine Finger habe. Und es ist viel zu tief geworden. Andere, größere Kanäle, die würden das jetzt in die Ecke pfeffern. Ich werde mich bemühen, das ohne in die Ecke pfeffern hinzukriegen. Ich habe schon mal nachgemessen, ich muss hier 4 cm schmaler werden, das kriege ich hin. Ich habe es hier in 3D gedruckt. Da passt es locker dahin, aber ich will euch ja zeigen, dass es auch aus Holz geht. Also werde ich das jetzt hier mal vorsichtig auseinander machen. Ich habe mich jetzt entschieden, was ich machen will. Ich schneide einmal 4 cm von der Kante hier ab. Dann wird das ein bisschen schmaler, das passt dann schon gut. Dann muss ich hier auch nochmal 4 cm von der Kante entfernt schneiden. Dann komme ich auch genau hier an meinem Brett raus. Das kriege ich dann vielleicht auch irgendwie besser daraus als jetzt, denn es ist gut angeklebt. Ich muss ja das Vertuschen meines Versagens. Da zeige ich euch aber nur in Timelapse, weil ich muss ja das Vertuschen meines Versagens nicht noch in epischer Breite filmen. Ich hatte euch das schon so schön erklärt, aber ich hatte die kleine Kamera noch auf Timelapse stehen und das lässt sich mit dem Ton von der anderen Kamera überhaupt nicht synchronisieren. Also erkläre ich euch jetzt hier am fertig montierten Teil. Ah, die Batterien fallen raus. Machen sie wieder rein. Was habe ich gemacht? Ich habe aus dem Deckel so ein 4 cm breites Stück rausgeschnitten und von diesem Stück habe ich das hier abgeschnitten. Dadurch rutscht das alles weiter nach hinten und kollidiert jetzt hier mit dem Lichtschalter. Deswegen habe ich das jetzt so weit ausgeschnitten, dass ich den Lichtschalter auch notfalls mal austauschen könnte, wenn ich das wollte. Und jetzt musste ich ja für die Batterien das Fach wieder so schmal machen, dass sie nicht hin und her rollen. Da hatte ich noch so einen schmalen Streifen Multiplex übrig. Den konnte ich nicht wegwerfen, der war so schön dünn geschnitten. Eigentlich nutzlos, aber hier konnte ich ihn wunderbar aufkleben. Jetzt habe ich hier hinter den Kanal, wo die Kabel reinpassen. Mein schönes Schraubterminal hier, das passt jetzt leider nicht mehr dazwischen. Das ist zu schmal, also habe ich die jetzt doch hier alle verlötet. Aber das hält ja auch und man muss mal das Ding mal austauschen. Wenn ich jetzt den Deckel hier drauf mache, so fällt es noch mehr auf. Hier musste ich ein Loch reinschneiden. Das erkläre ich euch aber jetzt gleich in dem weiteren Verlauf des Videos, wo es dann mit dem Aufzeichnen auch hingehauen hat. Da und da bohren wir jetzt ein 8er Loch, schneiden das passend und dann passt das da vorbei. Jetzt müssen wir nur noch den Kabelbinder hier hinten durchschieben. Einmal schieb, 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 schieb. Wir ziehen ihn erstmal bis zum Anschlag, schieben ihn hier durch das andere Loch und da ist er, voilà. Hier habe ich noch so eine kleine Kerbe reingemacht, damit die Batterien da dran vorbeipassen. Batterien drin, Funktionstest. Funktionieren beide, gut. Deckel drauf. Und dann zeige ich euch jetzt, dass die Montage hiermit super, super einfach ist. Ich mache es jetzt hier ohne doppelseitiges Klebeband, weil ich es nochmal abmachen will. Irgendwann demnächst wird es die Dinger in 3D-Druck auch bei mir im Shop geben. Und wenn ihr euch die montiert, dann macht ihr euch hier jeweils ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf, dann verrutscht das auch nicht mehr. Jetzt machen wir es eben fest. Zack. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einstellen. Also machen wir uns hier mal eine Markierung hin. Da muss das Kreuz hin. Einmal. Und nochmal. So einfach geht das. Wie schon erwähnt, demnächst wird es irgendwann das Laserfadenkreuz bei mir im Shop zu kaufen zu geben. Zu kaufen zu geben, tolles Deutsch. Also kann man das bei mir demnächst im Shop kaufen. Ich weiß noch nicht, ob nur das Gehäuse mit den Einzelteilen oder fertig montiert. Ich muss mir das noch überlegen. Ich will aber hier noch ein bisschen was dran ändern.
Mir ist bei dem Bau von dem aus Holz die Idee gekommen, wie ich den Batteriewechsel noch einfacher machen kann. Hier sind ja jetzt 3 AA-Batterien drin. Die halten normalerweise ewig. Die Laserdinger ziehen ja nicht viel. Aber wenn man vergisst, die auszumachen, sind sie doch am nächsten Tag irgendwann leer. Also ist der Batteriewechsel gar nicht so unwichtig. Da will ich das noch ein bisschen verbessern. Und jetzt, wenn ich mich ja an meinen eigenen Plan gehalten hätte, hätte ja alles wunderbar funktioniert. Habe ich aber nicht. Aber hatte nicht auch John Hannibal Smith vom A-Team immer das breiteste Grinsen im Gesicht, wenn der Plan nur irgendwie funktioniert hatte? Also, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und zu euch sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Achso, unten gibt es den Link zu meinem Moneypool. Da könnt ihr mich gerne bei meinen Projekten mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Danke schon mal.